Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die astronomischen Grundlagen der Chronologie ist ja eigentlich ein Thema, das zur Allgemeinbildung gehört, aber selten thematisiert wird. Und dabei ist es wirklich eine spannende Problematik, die sich hier auftut. Und ich will natürlich in dem Vortrag auch noch eine sehr umstrittene These mit behandeln und zur Klärung dieser Frage beitragen. Das wird Sie hoffentlich dann auch besonders interessieren. Wir leben ja alle mit dem Kalender und wir datieren geschichtliche Ereignisse. Wir wissen, wann das Lutherjahr kommt. Wir wissen auch, warum es dann gerade kommt. Das heißt also, die Orientierung in der Zeit, die Chronologie, wie sich diese Wissenschaft nennt, ist ja eine historische Hilfswissenschaft der Geschichtswissenschaft. Ohne die geht es nicht. Sie wird benutzt, um geschichtliche Ereignisse zu datieren. Das heißt, auf die heute weltweit verwendete moderne Zeitrechnung umzurechnen. Das Problem der Chronologie ist eigentlich ein doppeltes. Erstens, die astronomischen Grundlagen haben sich natürlich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Das ist ja klar, wenn wir in frühere Jahrhunderte oder auch Jahrtausende denken, als die Astronomie schon durchaus als Wissenschaft existierte, aber es keine Fernrohre gab, hat man natürlich viele Daten, die man heute sehr genau weiß, sehr ungenau oder auch gar nicht gekannt. Die menschliche Gesellschaft wiederum hat sich ja nicht als ein globales Phänomen entwickelt. Das sehen wir ja auch an der Situation, in der wir uns heute befinden. Das sind ja die Reste dessen, was geschichtlich entstanden ist, wenn auch die Globalisierung fortschreitet. Aber entstanden ist ja die Menschheit in einer großen Anzahl räumlich und zeitlich getrennter Kulturkreise. Und jeder dieser Kreise, egal wo auch immer auf der Erde, musste Ordnung in die Zeit hineinbringen. Schon aus Gründen des Betreibens der Landwirtschaft zum Beispiel. Also sie haben alle entsprechend ihren gesellschaftlichen Bedingungen und entsprechend ihren wissenschaftlichen Kenntnissen Zeitsysteme geschaffen, also Kalendersysteme geschaffen. Und die Frage für die Chronologie ist nun die, wie kann man alle diese in den verschiedensten Quellen, auf den verschiedensten Kontinenten, verschiedensten Regionen überlieferten Datierungsangaben so miteinander korrelieren, dass sich ein insgesamt widerspruchsfreies Bild ergibt. Das ist eigentlich die große Aufgabe, die die Chronologie hat. Wir haben in Berlin einen bedeutenden Vertreter dieser Chronologie als Wissenschaft gehabt. Das war ein Astronom mit dem Namen Ludwig Ideler. Der hat diese Disziplin in zwei Teile sozusagen gegliedert, in einen theoretischen und einen angewandten Teil. Das eine, den theoretischen, nannte er die mathematische Chronologie und das andere nannte er die historische Chronologie. Und er hat eigentlich sehr schön gesagt, worum es hier geht. Unter der mathematischen Chronologie versteht er, ich zitiere, was die Sternkunde von den Bewegungen der Himmelskörper lehrt, insofern es auf die Bestimmung und Vergleichung der Zeiteinheiten Bezug hat. Das ist also der mathematische Teil oder theoretische Teil. Die historische Chronologie hingegen soll aufzeigen, sehr schöne Formulierung, passe dir auf, Zitat, wie die Anordner des bürgerlichen Lebens die Zeit von jeher eingeteilt haben und wie hiernach die Begebenheiten der Völker in ein richtiges Zeitverhältnis zu bringen sind. Also die Anordner des bürgerlichen Lebens, also die Regierungen, die Politiker, ne, und so weiter. Das Kalenderproblem, das ist ja eigentlich das Problem der mathematischen Chronologie, besteht nun in Folgendem. Es gibt zwei natürliche Zeiteinheiten, die sind so signifikant für unser Leben, dass wir sie nicht beiseite lassen können. Das heißt, dass wir sie als Grundlage unserer Zeitrechnung gezwungen sind zu benutzen. Und zwar ist das eine der sogenannte Sonnentag, das heißt ein Wechsel von Tag und Nacht, der durch die, wie wir heute wissen, Erdrotation zustande kommt. Und wir definieren die Zeitdauer eines Sonnentages als die Zeitspanne von einem Sonnenhöchststand bis zum nächsten Sonnenhöchststand. Also von einem Mittag zum nächsten Mittag. Das ist der Sonnentag. Die zweite Zeiteinheit, die uns die Natur vorgibt, ist das sogenannte tropische Jahr. Das kommt nun zustande durch die Bewegung der Erde um die Sonne herum im Laufe eines Jahres.
Und es ist die Zeitspanne von einem Durchgang der Sonne durch einen ganz bestimmten Punkt am Himmel, den wir den Frühlingspunkt nennen, bis zum darauf folgenden Durchgang der Sonne, wieder durch den Frühlingspunkt. Und der Frühlingspunkt ist einer der Schnittpunkte zwischen dem Himmelsäquator und der Ekliptik. Die Ekliptik ist der Tierkreis, das ist praktisch die Erdbahnebene. Diese beiden Schnittpunkte, die es da gibt, der eine ist der Frühlingspunkt, der andere ist der Herbstpunkt. Und der Frühlingspunkt ist der Punkt, in dem die Sonne zum Frühlingsanfang steht. Also den hat man sich einfach gegriffen und hat gesagt, wenn die Sonne hier steht, dann fange ich an zu zählen. Wenn sie wieder da steht, ist ein tropisches Jahr vergangen. Interessant ist, da ja die Probleme schon vor Jahrtausenden aufgetreten sind mit der Chronologie, dass man hierzu gar nicht wissen muss, ob die Erde sich um die eigene Achse dreht oder ob die Erde sich um die Sonne dreht. Das ist vollkommen egal. Sie können auch annehmen, die Sonne dreht sich um die Erde. Dann ist eben der Sonnentag die Zeitspanne auch von einem Sonnenhöchststand bis zum nächsten. Und Sie können aber auch annehmen, die Sonne dreht sich um die Erde herum im Laufe eines Tages. Also, aber sie kann sich auch im Laufe eines Jahres um den ganzen Himmel herumdrehen. Das ist auch egal, dann können Sie trotzdem das tropische Jahr definieren. Also die Wahrheit muss man gar nicht wissen, um dieses Problem zu lösen. Zu diesen beiden elementaren Einheiten gibt es noch ein drittes Angebot der Natur, ein Angebot, sage ich mal, das auch für chronologische Zwecke geeignet erscheint. Das ist der synodische Monat. Das ist die Zeitspanne beispielsweise von einem Neumond zum nächsten Neumond oder von einem Vollmond zum nächsten Vollmond. Und wir ertappen uns ja selber dabei, dass wir die Mondphasen so auch ein bisschen als Zeitmaß in unserem täglichen Leben noch benutzen, nicht? Wenn wir den Vollmond sehen und sehen ihn dann wieder, sagen wir, mein Gott, ist schon wieder ein Monat vergangen. Ist zwar keine sehr präzise Formulierung, wie Sie gleich noch merken werden, aber so in etwa ist es richtig. Man sieht also von Vollmond zu Vollmond, wie so die Zwölftel des Jahres verstreichen. Jetzt ist das ja alles wunderbar. Wir müssen also diese Zeiteinheiten irgendwie zusammenbringen, aber die passen leider nicht zusammen. Das würde auch sehr merkwürdig sein, wenn das alles passen würde. Es ist nämlich so, ein tropisches Jahr enthält 365,24220 Sonnentage. Ein tropisches Jahr enthält gleichzeitig 12,38827 synodische Monate. Und ein synodischer Monat enthält 29,53059 Tage. Also ziemlich verquer alles. Wobei das die modernen Werte sind, die wir heute mit dieser Genauigkeit haben. Mein Ehrgeiz besteht darin, meine Damen und Herren, dass Sie eine Zahl im Kopf haben, wenn Sie diesen Vortrag verlassen. Und das ist nämlich die Länge des tropischen Jahres mit 365,24220 Tagen. Das ist die Länge des tropischen Jahres. Die alten Kalender wiesen, wie Sie schon ahnen, diverse Ungereimtheiten auf, und zwar einfach deswegen, weil man eben diese Zahlen nicht genau genug kannte, sondern nur annähernd kannte. Und dann eben Monate mit zu viel Tagen oder auch Jahre mit zu viel oder zu wenig Tagen gemacht hat. Bloß das rächt sich natürlich, denn Sie wollen ja Landwirtschaft betreiben und die Jahreszeiten, die landwirtschaftlichen, die meteorologischen Jahreszeiten, dürfen ja nicht durch die Kalenderjahreszeiten durchwandern. Das heißt, es darf nicht sein, dass wir mit einmal Weihnachten im Frühling hätten oder sowas. Dann funktioniert die ganze Landwirtschaft nicht mehr. Zu Anfang hat man eigentlich mit reinen Mondkalendern gearbeitet, weil das war am einfachsten zu machen, von Vollmond zu Vollmond, von Halbmond zu Halbmond. Da wurde einfach die Länge des Jahres mit 12 Monaten angegeben, was wir ja heute machen. Wir sagen 12 Monate. Und in dem deutschen Wort Monat steckt ja der Mond direkt noch drin. Aber dadurch verschob sich natürlich der Jahresbeginn, wie Sie ja sehen. Die 365,24220 Tage kommen eben nicht raus, wenn Sie 12 mal 29,5 nehmen. Das heißt also, dadurch verschob sich der Jahresbeginn jährlich um 10 bis 12 Tage. 10 bis 12 Tage jedes Jahr. Im alten Ägypten hat man deshalb zwei Kalender gleichzeitig benutzt. Einerseits haben die Ägypter einen Kalender gehabt mit 12 Monaten à 30 Tage. Das war für die Verwaltung sehr günstig. Jeder Monat war gleich lang. Und man hatte keine Probleme mit allen möglichen Verwaltungsprozessen. Dann haben sie 5 Tage hinzugefügt und hatten damit eine Jahreslänge von 365 Tagen. Wie Sie sehen, falsch, zu wenig.
Andererseits funktionierte dieser Kalender natürlich wegen der zu kurzen Jahresangabe für die Landwirtschaft nicht. Deshalb haben sie einen zweiten Kalender gehabt, der basierte auf dem heliakischen Aufgang des Sirius. Da beobachteten also die beauftragten Priester-Astronomen den Himmel und stellten fest, wann zum ersten Mal am Morgenhimmel der Stern Sirius auftauchte. Ziemlich so, wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, die Sonne bewegt sich um die Erde, was die ja damals dachten, dann hat sie natürlich zu den verschiedenen Sternen des Himmels immer unterschiedliche Abstände. Und wenn sie einmal rumgelaufen ist um den gesamten Himmel, dann hat sie wieder denselben Abstand zu bestimmten hellen Sternen. Und der Sirius ist nun ein besonders heller Stern, es ist der hellste Fixstern unseres Himmels überhaupt. Und deshalb hat man den benutzt, um die Länge des Jahres zu bestimmen. Immer wenn der Sirius das erste Mal am Morgenhimmel zu sehen war, dann war er so weit weg von der Sonne, dass er sozusagen vor dem Sonnenaufgang schon am Himmel zu erkennen war. Aber noch nicht so weit, dass er vielleicht schon 3 Stunden vor dem Sonnenaufgang zu erkennen war. Sehr genau war das Verfahren nicht, aber wenn man es immer wieder anwendete und die Mittelwerte bildete, kam man auf eine relativ gute Länge für die Dauer des tropischen Jahres. Das heißt also, alle auf Aussaat und Ernte bezogenen Rituale auch im alten Ägypten wurden nach dem Sirius-Kalender begangen, während das tägliche Leben nach dem 365-tägigen Wanderjahr ausgerichtet war. Aus der besonders für die Landwirtschaft wichtigen Erkenntnis, dass letzten Endes die Sonne den Rhythmus des meteorologischen Jahres bestimmt, wurden bei vielen Völkern sogenannte kombinierte Lunisolarkalender verwendet, also teils mit dem Mond gearbeitet, teils mit der Sonne. Über größere Zeiträume wurden dann die Umlaufzeiten von Sonne und Mond so ausgeglichen, dass der Kalender einigermaßen im Ruder blieb. Das war aber nicht ganz so einfach. Auf Meton geht zum Beispiel die Erkenntnis zurück, dass 235 synodische Monate 19 tropischen Jahren entsprechen, und zwar relativ genau. Wenn man das synchronisieren will, dann hat man also ein Kalendersystem zu machen und hat es auch gemacht, bei dem 12 Jahre mit 12 Monaten vorkommen, das sind dann 144 Monate, und dann 7 Jahre mit 13 Monaten, das sind dann 91 Monate, ergibt gerade die 235 Monate. Und innerhalb eines solchen 19-jährigen sogenannten Metonzyklus fallen die Mondphasen dann fast wieder auf die gleichen Tage im Jahr. Ich sage nur am Rande, Sie werden nachher noch sehen, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Sie können sich vorstellen, dass die Verwaltung eines solchen Kalenders durch das, was wir heute Beamte nennen, und damals gab es ja auch solche Leute, die das verwalten mussten, eine große Schwierigkeit in sich barg. Der kleinste Fehler und das ganze Ding brach als Kalender zusammen. Das werden wir gleich noch hören. Ein weiteres Problem. Die Epochen in der Chronologie. Wir sagen ja, wir wollen alle historischen Ereignisse, egal wo sie stattgefunden haben, egal in welchen Kalendersystemen sie notiert sind, wir wollen sie in unseren modernen Kalender umrechnen können. Da spielt natürlich eine ganz große Rolle. Wer fängt denn womit an zu zählen? Sie kennen alle den berühmten moderneren Begriff vor der Wende, nach der Wende. Ist aber kein neues Kalendersystem. Aber manche sagen nicht 2 Jahre nach der Wende, dann weiß man, was gemeint ist. Die sagen gar nicht erst 1991 oder so. 2 Jahre vor der Wende weiß man auch ungefähr, was ich meine. Also man muss irgendwo anfangen zu zählen. Nicht? Das ist das Problem der Epochen. Also die Nullpunkte sozusagen, die man hier Epochen nennt. Und die waren ja nun auch sehr unterschiedlich. So knüpfte man zum Beispiel in den religiösen Ehren an die Lebensumstände von Religionsstiftern an. Wir alle kennen ja die Anknüpfung an die Geburt Jesu Christi. Wir sprechen ja von vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Aber andere orientieren sich an der Flucht Mohammeds aus Mekka und wieder andere Religionen orientieren sich auf den Tod des Buddha. Es gab aber auch politische Ehren, die sich meist auf Thronbesteigungen bezogen von Regenten der verschiedenen Dynastien. Da ist zum Beispiel die diokletianische Ära sehr bekannt geworden. Einer der größten Christenverfolger übrigens, hier unten ist er zu sehen, der Diokletian. Oder es gab auch die Gründungsära, die sich auf die Gründung der Stadt Rom bezieht. In der Geschichte sind aber, meine Damen und Herren, nicht etwa diese von mir genannten 5 Beispiele hier zu korrelieren,
sondern es sind mehrere hundert solcher Ähren in Gebrauch gewesen, deren zeitliche Zuordnung mitunter recht schwierig ist und auch der Unterstützung durch die mathematische Chronologie bedarf. Zusammenfassend ergibt sich also folgendes Bild. In der alten Welt waren viele unterschiedliche Kalendersysteme im Gebrauch, mit unterschiedlichen Ausgangspunkten, mit unterschiedlichen Genauigkeiten. Wegen der Dominanz des tropischen Jahres für das gesamte meteorologische Geschehen existierte eine Fülle von Schaltregeln, die ihrerseits teils falsch gehandhabt wurden, sodass es zu einem beträchtlichen Chaos in der Orientierung der Zeit gekommen ist. Das werden Sie gleich sehen. Dieser Zustand bestand auch im Römischen Reich zur Zeit von Julius Caesar. Der herrschende römische Kalender basierte auf einem Mondjahr. Und zwar waren es 355 Tage, die 12 auf 12 Monate verteilt waren. Deshalb musste man alle 2 Jahre einen ganzen Monat schalten. Und die Länge der Schaltmonate jeweils abwechselnd zwischen 22 und 23 Tage. Also wieder ein Problem, schwer für die Beamten. Ne? Wann haben wir gerade 22 geschaltet? Im nächsten Jahr schalten wir gar nicht. Dann schalten wir wieder im zweiten Jahr 23. Also schwierig. Damit ergibt sich allerdings eine mittlere Jahreslänge, wenn Sie das jetzt mal ausrechnen. Das sind nämlich 4 mal 355 plus 23 plus 22 geteilt durch 4 von 366,25 Tagen. Nun wissen Sie ja aber, jetzt fange ich mit dem Wiederholen an, dass das tropische Jahr 365,24220 Tage lang ist. Sie sehen also hier rund einen Tag zu lang, das ganze Jahr. Wenn man das also eine ganze Weile macht, selbst wenn man die Schaltung richtig macht, muss der Kalender aus dem Ruder laufen. Und das ist auch tatsächlich passiert. Die Schaltungen wurden sehr oft willkürlich gehandhabt und im Jahre 47 vor Christus, und das ist die Zeit von Caesar, hatte sich eine Differenz von 67 Tagen zwischen Himmelsanblick und Kalender aufgehäuft. Heute würde das ja gar keinen interessieren, nicht? Also wenn man heute sagt, der Himmelsanblick stimmt nicht mit dem Kalender überein, würde ich sagen, was interessiert mich der Himmelsanblick, ja? Aber für die Landwirtschaft macht es sich bemerkbar und es ging also nicht. Und deshalb hat Julius Caesar, der sich damals in Ägypten aufhielt, einen alexandrinischen Astronomen, Sosigenes, da ist er zu sehen, mit einer Reform des Kalenders beauftragt, die alle Ungereimtheiten beseitigen sollte. Also der Anordner des bürgerlichen Lebens hat den Mathematiker geholt und hat gesagt, nun mach du mal und ich ordne dann an. Die julianische Kalenderreform wurde im 708. Jahr nach der Gründung Roms, das ist nach moderner Zeitrechnung im Jahre 46 vor Christus, per Dekret durchgeführt. Und dem neuen Kalender wurde eine mittlere Jahreslänge von 365,25 Tagen zugrunde gelegt. Sicher war Sosigenes aufgrund der rund 75 Jahre zuvor durch Hipparch schon festgestellten Jahreslänge damals wahrscheinlich schon bekannt, dass das tropische Jahr in Wirklichkeit ein bisschen kürzer ist. Wusste vielleicht nicht genau wie viel, aber dass es nicht ganz 365,25 Tage sind. Aber diese Differenz hielt er wahrscheinlich für vernachlässigbar. Um nun für künftig Ordnung in das Zeitsystem zu bringen, war es erforderlich, alle einmal festgestellten Differenzen auszugleichen. Und das ist auf folgende Weise geschehen. Da wurde also eine Jahreslänge von 445 Tagen festgelegt, von 15 Monaten, im Jahre 46 vor Christus. Das Jahr 46 wäre nach den herrschenden Schaltregeln 355 plus 23 Tage lang gewesen. Dazu fügte man 2 Monate mit 33 und 34 Tagen länger, also insgesamt 67 Jahre. Dieses Jahr ist als Annus Confusionis in die Geschichte eingegangen. Im Jahre 8 vor Christus bemerkte man, dass dieser neue julianische Kalender mit seiner Jahreslänge von 365,25 Tagen durch ein Missverständnis, Klammer auf, der Beamten, falsch gehandhabt worden war. Statt nach jedem dritten Jahr zu schalten, hatte man in jedem dritten Jahr geschaltet. Caesars Nachfolger, Kaiser Augustus, da ist er schon zu sehen, ordnete deshalb nochmals eine Korrektur an.
Er ließ nämlich vom Jahre 8 vor Christus bis zum Jahre 8 nach Christus alle eigentlich fälligen Schalttage ausfallen und brachte damit den Kalender gemäß der julianischen Reform wieder in Ordnung. 365,25 Tage heißt ja, dass dieser Vierteltag, der übrig bleibt, in 4 Jahren sich zu einem Tag angehäuft hat und deshalb im 4. Jahr ein Schalttag hinzugefügt werden muss. Augustus wollte natürlich auch was haben dafür, dass er diese Reform durchgeführt hatte, und ihm zu Ehren wurde dann der 8. Monat des Kalenders, das war der Sextilius, also eigentlich der 6. Monat des früheren Kalenders, in Augustus umbenannt. Deshalb haben wir den Monat August. Da aber der Sextilius im julianischen Kalender nur 30 Tage lang war, während der Monat Juli, der ja Julius Caesar gewidmet war, 31 Tage hatte, der Julius, war natürlich Augustus nicht damit einverstanden, dass Caesar einen Monat hatte, der 31 Tage lang war und er nicht. Also haben wir folgende nächste Paradoxie in unserem Kalender. Sie wissen ja, es wechseln sich immer lange und kurze Monate ab, außer bei Juli, August. Das sind zwei lange Monate hintereinander wegen der kaiserlichen Eitelkeiten. Aber nun ist es ja so, wie, also wenn Sie einen Finanzminister spricht, nicht, wenn Sie irgendwo einen Tag dazulegen, müssen Sie woanders wieder herholen. Und den hat man dann von dem Monat weggenommen, der sowieso schon die wenigsten Tage hatte. Das war nämlich der Februar. Der hatte 29 Tage ursprünglich und der hat dann jetzt nur noch 28 Tage. Lediglich im Schaltjahr hat er wieder 29, da kriegt er den einen Tag dann wieder drauf, alle 4 Jahre. So, das nächste Ereignis oder die Aktivität, die wir verzeichnen in der Geschichte der Chronologie, ist eine Kirchenversammlung im Jahre 325 in Nikäa, ganz in der Nähe des heutigen Istanbul. Dort ging es aber nicht um Jahreslänge oder um Schalttage oder um Monatsdauern, sondern da ging es um das Osterfest. Das Osterfest, ich meine, um diese Zeit hatte sich da das Christentum schon stark ausgebreitet. Das Osterfest ist ja das höchste Fest des Christentums. Und deshalb ist es auch ganz wichtig für die Kirche, dass erstens das Datum genau bestimmt wird, wann Ostern zu feiern ist. Und zweitens, ganz wichtig, dass alle Christen Ostern gleichzeitig feiern. Was dann auch wieder schwierig ist, gab ja die Ostkirche und die Westkirche und die Abzweigungen, also die feierten jeder Ostern, wie er wollte. Gibt es einen anderen schönen Vortrag von mir über die Kuriositäten des Osterfestes. Wir können das hier nur kurz streifen. Das Konzil wollte also, dass innerhalb des julianischen Kalenders das Osterdatum einheitlich gefeiert wurde. Das Anliegen war nicht neu, das hatten sie schon mehrmals versucht, wurde aber von den Christen anderer Kirchen nicht anerkannt. Und so haben sie jetzt es astronomisch festgelegt und haben es an den Frühlingsanfang gekoppelt. Und seit dem Konzil von Nikäa steht also fest, dass alle Christen das Osterfest am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang feiern sollen. Wenn sie gewusst hätten, was sie damit anrichten. Ja, deshalb spielt also das Datum des Frühlingsanfangs eine entscheidende Rolle. Heute wird angenommen, dass der Frühlingsanfang im Zusammenhang mit der Bestimmung des Osterdatums für diese Zeit damals auf den 21. März festgelegt wurde, was auch mit astronomischen Gegebenheiten übereinstimmt. Sehr genau sind wir allerdings über das Konzil von Nikäa nicht informiert. In den Schriften der Altmeister, also gerade der Chronologie-Altmeister Ideler, auch Ginzel ist hier zu nennen, wird es überhaupt nicht erwähnt. Die überkommenen Dokumente sind veröffentlicht worden, aber sind eher dürftig. Und im abschließenden Kanon des Konzils ist auch die Frage des Osterdatums nicht einmal erwähnt. Also die Quellenlage ist hier sehr problematisch. Mit den Festlegungen des Konzils von Nikäa, meine Damen und Herren, war jedoch der grundlegende Fehler des julianischen Kalenders, nämlich die etwas zu lang angenommene Dauer des tropischen Jahres, nicht ausgeräumt, was man sich ja auf der Kirchenversammlung auch nicht zum Ziel gesetzt hatte. Wir wissen ja, komplizierte Ostertafeln, schwierig zu berechnen, das machte man meistens empirisch, weil man ja auch noch nicht über die Himmelsmechanik verfügte, um etwa den Vollmond für das Osterdatum im Voraus auszurechnen. Dazu müsste man ja die Bewegung des Mondes kennen und das ist an die Himmelsmechanik gekoppelt, die erst durch Kepler und Isaac Newton
entwickelt wurde. Also da sind wir weit weg davon. Das wurde also durch ganz komplizierte Tafeln gerechnet aufgrund von Beobachtungen, die man gemacht hatte. Nun wissen wir ja also, wie gesagt, die Länge des Jahres ist ja, ich nenne mal eine Zahl, die wird Ihnen jetzt neu vorkommen, 365,24220 Tage. Die Länge im julianischen Kalender ist aber 365,25 Tage. Und diese Differenz, die damals vernachlässigt worden war, ist zwar nicht sehr groß, sie beträgt nur 11 Minuten, bewirkt aber ein Abdriften zwischen Himmelsanblick und Kalenderdatum um einen ganzen Tag in 128 Jahren. Denn Sie können 128 mal 11 nehmen, diese 11 Minuten sind 1408 Minuten, macht 23,5 Stunden. Das heißt, im 14. Jahrhundert waren die Abweichungen schon so offenkundig, dass sie trotz der erst allmählich wieder erwachenden Beobachtungskunst, man hatte ja lange Zeit eigentlich sich nur darauf verlassen, was die antiken Meister beobachtet hatten und selber wurde gar nicht mehr beobachtet. Aber das ging dann langsam wieder los hier in Europa, konnte diese Differenz also nicht verborgen bleiben. Und diese Differenz, die offensichtlich auf mehrere Tage ja angewachsen war inzwischen, die hatte natürlich große Folgen für die Bestimmung des Osterdatums. Denn wenn man nicht weiß, wann Frühlingsanfang ist, dann weiß man ja auch gar nicht, welcher Vollmond nun der Vollmond nach dem Frühlingsanfang ist. Wenn Sie sich da um ein paar Tage irren, dann kann das Osterdatum um 5 Wochen verschieden herauskommen. Und das war das Interesse der Kirche, den Kalender in Ordnung zu bringen. Und deshalb hat auch der Papst solche Experten wie Nikolaus Kopernikus eingeladen, Gleichklang zwischen Himmel und Kalender wiederherzustellen. Und zum Beispiel sollte Kopernikus zum Lateranischen Konzil 1512 bis 1517 kommen. Und er hat es mit der Begründung abgelehnt, das war eine Einladung von Papst Leo X. damals, er hat es mit der Begründung abgelehnt, man wisse noch nicht genügend genau, wie die Bewegung der Sonne wirklich aussieht. Also man wisse noch nicht genügend genau, wie lang das Jahr wirklich ist. Und ehe man eine Reform des Kalenders macht, solle man das also noch besser wissen. Das hat aber letzten Endes die Kirche nicht gestört. Sie haben dann mehrere Konzile durchgeführt und immer wieder dieses Problem diskutiert. Aber irgendwann hat dann Papst Gregor der 13. gesagt, wir machen es jetzt einfach, damit wir wieder das Osterdatum richtig berechnen können. Erstens sollte also die Abweichung, die jetzt aufgelaufen war, durch die Differenz der Länge des Jahres im julianischen Kalender und der wirklichen Jahreslänge, sollte diese aufgelaufene Abweichung beseitigt werden. Zweitens sollte aber auch ein künftiges Abdriften verhindert werden. Und wie seinerzeit Julius Caesar sich fachmännischen Rat geholt hatte, so verfuhr jetzt auch Papst Gregor. Er berief eine Kommission ein, in der auch Mathematiker drin waren, Christopher Clavius zum Beispiel, Ignatius Danti. Und diese Kommission hat dann ein Projekt ausgearbeitet des italienischen Mathematikers Luigi Lilio. Und die haben das gebilligt, das zur Grundlage des neuen Kalenders wurde. Hier sehen Sie rechts diese Bannbulle. Also hier ist sozusagen das bürgerliche Leben dann angeordnet, wenn Sie so wollen. Das ist die Kalenderreform. Das ist hier Papst Gregor der 13., wie er in der katholischen Universität in Rom dort an der Wand in der Empfangshalle verewigt wird. Und auf der Grundlage dieses Berichtes wurde die Reform schließlich durchgeführt am 24. Februar 1582. Das ist die letzte Reform des Kalenders, die jetzt den gregorianischen Kalender begründet, auf dem wir ja unsere ganze Chronologie heute aufbauen. Und diese Reform sah also Folgendes vor. Im Oktober 1582 sollten 10 Tage ausfallen. Kennen wir schon, nicht mit dazufügen und ausfallen. Und 10 Tage ausfallen. Auf den 4. Oktober 1582 sollte sogleich der 15. Oktober folgen. So hat man es auch gemacht. Interessant, man wollte ja ein zukünftiges Abdriften nun verhindern. Und deshalb hat man die Schaltungen anders geregelt. In einem Zeitraum von 400 Jahren waren ja nach dem julianischen Kalender 100 Schaltungen. Man hatte alle 4 Jahre zu schalten, also in 400 Jahren 100 Schaltungen. Und jetzt sollte die wahre Jahreslänge an die Länge des Kalenders angeglichen werden, indem man in 100 Jahren nur noch 97 Mal schaltete. Und damit das so einfach wie möglich funktioniert,
werden alle Schaltjahre, die normalerweise welche wären, weil sie durch vier teilbare Zahlen enthalten, werden alle diese Schaltjahre weggelassen, sofern das volle Jahrhundert nicht ganzzahlig durch 400 zu teilen ist. Das heißt, dass wir, die wir hier sitzen, leider nicht in den Genuss einer besonderen Schaltung des gregorianischen Kalenders gekommen sind. Denn, wie gesagt, in 400 Jahren wird nur 97 Mal geschaltet. Im Jahre 2000 hatten wir, da es ganzzahlig durch 400 teilbar ist, ein ganz normales Schaltjahr. Erst im Jahre 2100, also nur noch für die Jüngeren unter uns interessant, erst im Jahre 2100 werden wir die gregorianische besondere Schaltregel direkt erleben, indem es nämlich nach 4 Jahren dann keinen Schalttag gibt, obwohl 4 Jahre vergangen sind. Und damit gleicht man die Jahreslänge sehr gut an. Sie entspricht noch nicht ganz dem tatsächlichen Wert, denn die in 400 Jahren gestrichenen 3 Tage laufen in der Realität bereits in 384 Jahren auf. Das wäre aber zu kompliziert. Der Fehler ist aber gering. Es kommt eine Tageslänge dann raus von 365,24250 Tage. Also in einer ferneren Stelle hinter dem Komma. Und diese Abweichung führt erst in 3280 Jahren zu einem Tag Differenz. Und das, glaube ich, dürfen wir dann mal unseren Urenkeln überlassen, was die dann mit dem Tag anfangen wollen, der dann aufläuft. Wie war man nun darauf gekommen, in jenem Oktober 1582 gerade 10 Tage auszulassen? Ja, das entsprach aufgerundet genau der Abdrift eines Zeitraums vom Konzil von Nikäa bis zum Jahre 1582. Das habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Das Konzil war ja 325 nach Christus. Die Reform war 1582. Die Differenz ist 1257 Jahre. Die Differenz zwischen julianischer Jahreslänge 325,25 und der gregorianischen Jahreslänge 365,2422 ergibt pro Jahr die Abdrift von 11 Minuten, die ich schon erwähnt hatte. Die Abdrift beträgt je 128 Jahre einen Tag, also in 1257 Jahren. 1257 durch 128 macht 9,8. Nun kann man nicht 9,8 Tage weglassen, das geht ja auch nicht. Also man hat dann 10 Tage weggelassen, runde 10 Tage. Wenn man nun ganz ernst nimmt, was die hier gemacht haben, dann muss man natürlich sagen, sie sind offensichtlich davon ausgegangen, dass man auf dem Konzil zu Nikäa die Vereinheitlichung des Osterdatums mit einem Frühlingsanfang vom 21. März zugrunde gelegt hatte. Sonst würde es nicht funktionieren. Das werden Sie gleich noch sehen, wenn jetzt der große Widersacher kommt. Zur Sicherheit eines solchen Datums, 21.3. Frühlingsanfang zur Zeit des Konzils von Nikäa, können wir allerdings auch ohne aussagekräftige Quellen in den Archiven etwas aussagen, indem wir auf die astronomischen Grundlagen der Chronologie zurückgreifen. Wir erinnern uns ja, dass die mathematische Chronologie, ich zitiere wieder, astronomische Erscheinungen umfasst, von denen die in den historischen Quellen die Rede ist, oder chronologische Einrichtungen, welche auf jene Erscheinungen aufgebaut sind. Und das sind natürlich insbesondere auffällige Ereignisse am Himmel, und Sie können sich vorstellen, welche man meint: Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse. Mehr noch Sonnenfinsternisse, weil die sind natürlich immer beachtet worden. Während auffällige Planetenkonstellationen und sowas, das war schon mehr was nur für reine Fachleute. Aber Sonnenfinsternisse waren ja spektakulär und die sind gerade in alten Zeiten schon aus Gründen der damit verbundenen mystischen Vorstellungen, die man hatte, immer beachtet worden. Und weil diese Sonnenfinsternisse nun für die Chronologie eine so große Rolle spielen, also man möchte zum Beispiel wissen, wann war denn eine solche besonders eindrucksvolle Sonnenfinsternis, zu welchem historischen Ereignis, zur Geburt welchen Kaisers oder zur Gründung welches Staates oder welcher Stadt. Deshalb haben eben diese Wissenschaftler, wie zum Beispiel Theodor Oppolzer, ein Österreicher, große Listen von Terminen der Sonnenfinsternisse in der Antike angelegt. Über tausende Jahre weg haben die das durchgerechnet. Heute ist es natürlich ganz einfach. Heute kann das eigentlich jeder einigermaßen mit Computern bewanderte Schüler
mit astronomischen Rechenprogrammen machen. Aber damals war das ein Riesenaufwand, um solche Finsternisse zu berechnen, ausschließlich zum Zwecke der Chronologie. Dabei ist nun die Rechnung trotz allem noch der einfachere Teil. Viel schwieriger ist es, die mit einem astronomischen Ereignis verbundene historische Nachricht zu bewerten. Es entstellen sich jetzt nämlich folgende Fragen, und da werden Sie sich im ersten Moment wundern. Die erste Frage ist, ist der Inhalt der historischen Nachricht, die ich hier habe und die an ein astronomisches Ereignis beispielsweise geknüpft ist, überhaupt verbirgt? Ist die betreffende Inschrift, das können ja sonst was für Hieroglyphen sein, überhaupt richtig gelesen und verstanden worden? Können die zeitlichen Grenzen der berichteten Tatsachen festgestellt werden aufgrund dieser Überlieferung? Und gibt es genügend sichere Anhaltspunkte für den Ort, an dem die berichtete Erscheinung beobachtet worden ist? Schon Ginzel hat in seinem Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie Beispiele dafür angeführt, bei denen astronomische Hilfsmittel versagen oder darauf beschränkt bleiben, Zitat von Ginzel, Hinweise auf gewisse Möglichkeiten zu geben. Zum Beispiel, weil es um die Zeit, die hier in Frage kommt, mehrere Finsternisse gegeben hat und die vorliegende Beschreibung nicht eindeutig genug ist, um eine dieser Finsternisse da herauszufischen. Und hierbei handelt es sich nun leider nicht um Einzelfälle. Also nicht bloß Ginzel, sondern auch ein Wissenschaftler unserer Zeit, Alexander Demand von der Freien Universität Berlin, hat in einer umfangreichen Studie nachgewiesen, dass es in der Überlieferung antiker Sonnen- und Mondfinsternisse zahlreiche Verformungstendenzen gibt, sodass von den insgesamt 250 Nachrichten, die wir haben über antike Ereignisse, rund 80% entweder ungenau oder sogar falsch sind. Diese Ungenauigkeiten, die natürlich bis zur völligen Unbrauchbarkeit der Überlieferung für die Zwecke der Chronologie führen können, sind nach Demands Erkenntnis aber keineswegs zufällig, sondern es sind in jedem Einzelfall besonders geartete Verformungen. Er spricht von Verformungstendenzen. Und zwar hat er 4 solcher Tendenzen festgestellt. Also man könnte auch sagen, es sind hausgemachte Lügen, ne? Derjenigen Leute, die die Geschichtsbücher geschrieben haben. Erste Tendenz, die Steigerung von quantitativen Angaben. Zweite Tendenz, die Typisierung beliebiger Verfinsterungen zu Eklipsen. Drittens, die Typisierung von Erklärungsversuchen in Vorhersagen. Und viertens, die Synchronisierung von Finsternissen mit Ereignissen. Wenn ich das mal ein bisschen untersetzen darf, die Steigerung von quantitativen Angaben heißt natürlich, also da war eine Sonne halb verfinstert, wurde als total verfinstert in die Geschichtsbücher eingetragen. Die Typisierung von Erklärungsversuchen in Vorhersagen. Das heißt also, man sieht ein Ereignis und versucht hinterher zu behaupten, dass ein anderer dieses Ereignis schon 20 Jahre vorher beschrieben hat. Da gibt es auch ein berühmtes Beispiel, das ist die sogenannte Sonnenfinsternis von Thales von Milet, wo man heute weiß, dass er es unmöglich hat vorhersagen können, aber er sollte zu dem Großmeister der griechischen Astronomie stilisiert werden und deshalb hat sich diese Legende bis in die jüngste Zeit also gehalten. Und natürlich die Synchronisierung von Finsternissen mit Ereignissen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man herausragende Ereignisse, das können jetzt politische gewesen sein, es können aber auch religiöse gewesen sein, wenn man die als besonders herausragend kennzeichnen wollte, dann mussten sie eine himmlische Entsprechung haben. Und diese himmlische Entsprechung hat man ihnen verpasst. Und wenn die auch nur ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist. Und wie man das dann übertrieb, das kann man schon in der Bibel lesen. Da wird selbst das Beobachtungsgebiet in vielen Berichten ausgedehnt. So zum Beispiel bei dem vom Evangelisten Lukas behaupteten Sonnenfinsternis beim Tode Christi, bei der Kreuzigung Christi. Da soll es eine Sonnenfinsternis gegeben haben, so steht es also bei Lukas im Evangelium. Und da heißt es, sie soll sich über die ganze Erde erstreckt haben. Wir wissen natürlich, dass Sonnenfinsternisse in einem ganz kleinen, schmalen Gebiet immer nur auftreten können, nämlich da, wo der Kernschatten des Mondes die Erdoberfläche trifft. Also das ist eine offensichtlich übertriebene Darstellung, wobei man noch gar nicht sicher sein kann, ob das überhaupt eine Sonnenfinsternis gewesen ist. Das hängt nun wieder mit der Tatsache zusammen, dass wir chronologisch auch nicht so gut Bescheid wissen über das Datum der Kreuzigung von Jesus Christus.
Also ein superlatives Geschichtsereignis muss eine himmlische Entsprechung bekommen. So berichtet zum Beispiel Thukydides, ist ja nun auch ein berühmter Geschichtsschreiber, dass während des Peloponnesischen Krieges Sonnenfinsternisse viel häufiger aufgetreten seien als in früheren Zeiten. Stellen Sie sich das mal vor. Und in den Excerpta Montes Pessulana werden gar einem einzigen Monat 9 Finsternisse zugeschrieben. Himmelsmechanisch völlig unmöglich. Das findet man also in solche Sachen im Zusammenhang mit Finsternissen findet man sowohl in der antiken wie auch in der moderneren Geschichtsliteratur. Ein typisches Beispiel ist die Verfinsterung der Sonne beim Tode Cäsars, die unter anderem bei Plutarch tradiert wird, wo von einem monatelangen Eintrüben der Sonne, kühlen Temperaturen und nicht reifender Ernte gesprochen wird. Gemeint ist zweifellos gar keine Sonnenfinsternis, sondern eine nicht näher bezeichnete Eintrübung der Atmosphäre, zum Beispiel durch Vulkanausbrüche oder Ähnliches, die von späteren Autoren aber immer als Sonnenfinsternis bezeichnet wird. Und die Finsternis beim Tode Christi ist offensichtlich auch von jener Art. Es gibt sogar später Autoren, die behaupten, dass die Sonnenfinsternis bei der Kreuzigung Christi bei Sonnenfinsternis bei Vollmond stattgefunden hätte, ja. Was natürlich auch astronomisch nicht möglich ist, denn Sonnenfinsternisse können immer nur bei Neumond auftreten. Also die Synchronisierung von Finsternissen mit anderen Ereignissen ist für die Chronologie natürlich besonders relevant. Hier finden die Verschiebungen häufig innerhalb konkreter Sachzusammenhänge statt. Ich zitiere Demand: Sie werden zu einem auffallend großen Teil durch das Bestreben veranlasst und begünstigt, den Zeitabstand zu anderen Ereignissen zu verkürzen, Gleichzeitigkeit herzustellen. Oder, ich wiederhole es nochmal, eben einfach eine Lüge in die Welt zu setzen, damit es besser passt. Ja, meine Damen und Herren, das müssen wir wissen, wenn wir jetzt zu dem großen Widersacher der gängigen Chronologie kommen, nämlich zu dem Buch Das erfundene Mittelalter von Heribert Illig. Von all diesen Schwierigkeiten und Problemen, nämlich, die ich jetzt hier dargestellt habe, Sie sehen ja, dass die ganze Chronologie eine ziemlich problematische Geschichte hat. Davon profitiert nun gerade eine These von Heribert Illig, der in seinem in vielen Auflagen erschienenen Buch behauptet, dass rund 300 Jahre unserer Geschichte frei erfunden sind. Sie stellen eine Phantomzeit dar und wahrscheinlich hat es die Jahre 614 bis 911 in unserer Geschichte gar nicht gegeben. Ursprünglich hatte Illig, der Historiker ist, die These aufgestellt, dass Karl der Große niemals gelebt habe. Er wollte dies daraus schließen, dass einem reichen Vorrat an schriftlichen Berichten über Karl den Großen extrem dürftige archäologische Quellen gegenüberstehen. Dann hat er aber seine These immer mehr ausgeweitet und kam schließlich zu der Auffassung, dass es in unserer ganzen Geschichte eine geschichtslose Zeit gäbe, die, wie gesagt, zwischen 614 und 911 gelegen hat. Diese These, meine Damen und Herren, kann natürlich nur gehalten werden, also was man auch immer von Karl dem Großen halten mag, ich bin da kein Sachkenner, ob man solche großen historischen Figuren wirklich erfinden kann ob dann die später in den Geschichtsbüchern als erfundene Figuren überhaupt auftauchen, kann ich nicht beurteilen, das müssen die Mittelalterforscher tun. Aber diese These, die er hier aufstellt, kann natürlich nur gehalten werden, das ist Ihnen sicher klar geworden im Laufe des Vortrags, wenn es einen kardinalen Fehler in der astronomischen Chronologie gibt. Und den sieht Illig natürlich bei der gregorianischen Kalenderreform. Damals, 1582, sagt Illig, hätte man eben nicht 10 Tage, sondern 13 Tage auslassen müssen, um den Kalender an die Zeit von Julius Caesar anzuschließen und nicht an die Zeit des Konzils von Nikea. Dieser Einwand würde allerdings entfallen, wenn der Kalender zu Caesars Zeiten mit einem Frühlingsanfang am 24. März gearbeitet hätte. Es bezieht sich ja immer das Jahr auf den Frühlingspunkt am Himmel. Der Frühlingsanfang ist nicht immer gleich. Wenn Sie sich mal längere Zeit Kalender anschauen, über 50, 60, 70, 80 Jahre, es verschiebt sich. Und wir hatten ja vorhin gesagt, wahrscheinlich ist auf dem Konzil von Nikea der 21. März zugrunde gelegt worden. Dann wäre in Nikea, ob mit oder ohne Absicht, sozusagen die inzwischen aufgelaufene Abdrift von der Kalenderreform von Julius Caesar bis zu dem Konzil von Nikea automatisch beseitigt worden.
indem sie den Frühlingsanfang auf den 21. März gelegt hätten, der früher auf den 24. März war, da hätten sie ja schon die drei Tage ausgelassen. Das kann durchaus sein, dass sie aufgrund genauer Beobachtung das gemacht haben. Die Quellen geben es aber nicht her. Und das freut natürlich jetzt Herrn Illich, dass die Quellen es eben nicht hergeben und sagt, ja, das können sie nicht beweisen. Das steht eben nirgendwo drin. Und ich sage, das ist der kardinale Fehler. Und er will natürlich, dass dieser kardinale Fehler in der Chronologie vorkommt, weil er sonst seine These nicht halten kann, dass Karl der Große nie gelebt hat. Eine freie Erfindung ist und auch andere Dinge aus der Zeit eine Erfindung sind. Nun ist aber so, meine Damen und Herren, wenn es eine solche Phantomzeit tatsächlich gegeben haben sollte, man muss ja alles für letzten Endes denkbar halten, auch wenn es zunächst mal noch so abstrus klingt, dann müssten alle Sonnenfinsternisse, alle Mondfinsternisse, die vor dieser geschichtslosen Zeit gelegen haben oder in dieser geschichtslosen Zeit, sich mit dem Termin nicht feststellen lassen. Das heißt, weil ja die 300 Jahre gar nicht da sind. Das heißt, wenn ich eine Finsternis berechne, die beispielsweise im Jahre 750 nach Christus stattgefunden hat, für einen ganz bestimmten Ort, und ich finde von diesem Ort eine wirklich glaubwürdige Quelle über diese Finsternis, dann ist die These von Illich falsch. Und das hat mich als Astronom natürlich mächtig gewurmt. Und ich habe also versucht, den Illich auf diesem Wege zur Strecke zu bringen. Das war aber nicht ganz so einfach, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Erstens ist er natürlich ein sehr intelligenter Mann. Lesen Sie ruhig mal das Buch durch. Also es dauert schon eine Weile, bis man sagt, Mensch, ist aber komisch, kann das stimmen? Und ehe man eigene Argumente dann auch findet. Also er ist sehr gewieft auch. Und er hat mir danach gewiesen, dass alle die Finsternisse, die ich herangezogen habe, eben so untauglich überliefert sind, dass es eines Wissenschaftlers unwürdig wäre, mit solchen Finsternissen solche grundlegenden Beweise führen zu wollen. Und deshalb bin ich wohl auch einer aus der astronomischen Zunft, die in seinem zweiten Buch am häufigsten zitiert werden, und zwar immer nur negativ natürlich. Immer dieser Hermann, was dem wieder eingefallen ist und das zündet und funktioniert alles nicht. Und das hat mich natürlich auch sehr geärgert, aber man gibt ja da nicht auf. Ich habe dann ein paar von Finsternissen gefunden und das ist jetzt der Umstand, der mich doch wieder froh stimmt. Ein paar von Finsternissen, die am selben Ort stattgefunden haben und aus derselben Quelle überliefert sind. Und zwar einmal die totale Sonnenfinsternis vom 19. Juli des Jahres 418 nach Christus und eine totale Finsternis, fast totale Finsternis vom 23. Dezember 447 nach Christus. Die sind auch bei Ginzel schon aufgeführt, also berechnet worden. Die kann man auch mit einem modernen Computer nachrechnen. Die Finsternis von 418, deren Totalitätszone von Portugal bis nach Kleinasien verlief, also bis in die Türkei hinein, ist in mehreren Quellen überliefert, die alle auf dasselbe Datum führen. Also es gibt zwischen den verschiedenen Quellen, die ja durch verschiedene Chronisten in verschiedenen Zeitsystemen gemacht wurden, keine Probleme, sie auf dasselbe Datum zu reduzieren. Dann kommen noch mehrere unselbstständige Annalen, also die ebenfalls bis in die jüngere Vergangenheit hinein immer wieder überprüft wurden und diese Finsternis von 418 als sicher stattgefunden bezeichnen. Besonders ist eine nicht-byzantinische Quelle, in der Hydatius als Beobachter auftritt, den Sie hier genannt sehen, in einem zweiten Punkt. Hydatius lebte in Aquae Flaviae, das ist das heutige Chaves in Portugal. Und er berichtet in Übereinstimmung mit den Rückrechnungen, dass die Finsternis fast total gewesen sei. Das Datum stimmt mit dem der anderen Quellen ebenfalls überein. Es fehlt allerdings, das muss ich hier sagen, weil Herr Illich sieht sich das dann wieder an im Netz und sagt, sie hat die Kritik wieder weggelassen, die Selbstkritik. Es fehlt die Uhrzeit und der Wochentag ist um einen Tag falsch angegeben. Aber wenn ich jetzt sehe, 418, das ist 1000 Jahre her, meine Damen und Herren, also da tut es mir leid, dann sage ich mal, dieser eine falsche Tag kann auch ein Irrtum sein. Das ist für mich kein Grund, diese Finsternis nicht anzuerkennen. Die totale Sonnenfinsternis von 447, deren Totalitätszone vom Ostatlantik über Portugal nach Frankreich und Deutschland verlief, hier sind die Totalitätszonen mal eingezeichnet, das ist die von 418, Sie sehen, das ist die Totalitätszone hier
Und hier oben haben sie Portugal, nicht? Und hier ist Chaves in Portugal. Und das ist die Totalitätszone der zweiten Finsternis. Und da haben sie hier Portugal. Also die geht wirklich zweimal durch diesen Ort Aquae Flaviae. Ist ebenfalls in verschiedenen Quellen überliefert, aber am eindeutigsten wieder bei Judatius. Und das ist interessant. Wir haben also denselben Beobachter für zwei Finsternisse. Und die Nachrechnungen zeigen, dass sein Wohnort tatsächlich inmitten der Totalitätszone gelegen hat. Es bedarf also keiner künstlichen Interpretation und Zusatzannahmen, um die Übereinstimmung zwischen Rückrechnung mit modernen astronomischen, mathematischen Mitteln und Überlieferung festzustellen. Ich will Ihnen jetzt mal diese beiden Finsternisse in der Animation zeigen. Wir schauen uns das mal an. Das ist jetzt modern gerechnet. Unten laufen die Daten durch. Das ist die Finsternis von 418. Sehen, da läuft der Vollmond durch. Also das kann jetzt jeder Schüler sofort, gibt das Datum ein, findet diese Finsternis. Und in den Berichten finden Sie genau für dieses Jahr diese Finsternis für diesen Ort angegeben. Und mit der zweiten Finsternis funktioniert es genauso gut. Und interessant ist natürlich auch der zeitliche Abstand dieser beiden Ereignisse. Totale Sonnenfinsternisse sind ja ohnehin für ein und denselben Ort der Erde sehr selten. Sie wiederholen sich sehr selten. Nun haben hier in einem Abstand von genau 29,43 Jahren am selben Ort zwei totale Sonnenfinsternisse stattgefunden. Und das ist jetzt mein nächstes schwergewichtiges Argument. Wenn 300 Jahre in der Geschichte fehlen, dann müssten ja in den nächsten oder zurückliegenden Zeiten nochmal irgendwo diese zwei Finsternisse in dem Abstand von 29,43 Jahren stattgefunden haben. Das ist nicht der Fall. Das sieht man an einer Tabelle, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Von 418 angefangen bis ins Jahr 1683 gibt es keine zwei totalen Finsternisse mehr für diesen Ort. Heute Chaves in Portugal in dem Abstand von 29,43 Jahren. Das heißt, daraus schließe ich jedenfalls, was diese Seite der Argumentation anbelangt. Ich sage nur diese Seite der Argumentation, also die der Chronologie, dass die Kalenderkorrektur von Gregor zutreffend gewesen ist und dass das, was wir heute als unseren Kalender benutzen, in Ordnung ist, dass es funktioniert. Es gibt natürlich noch weitere Argumente, die gegen Illich sprechen. Es gibt eine ganze Menge Literatur inzwischen schon. Zum Beispiel hat Martin Trömel in einer sehr gewissenhaften Studie nachgewiesen über Himmelsbeobachtungen in karolingischer Zeit zahlreiche Übereinstimmungen zwischen Beobachtung und Rückrechnung. Die Aufzeichnungen entstanden sogar unmittelbar der Lebenszeit Karls des Großen. Also es passt genau da rein und Ludwigs des Frommen. Auch Franz Kroja hat in zahlreichen Arbeiten Gegenargumente zusammengetragen, die geeignet sind, die Phantomzeit ins Reich der Legende zu verweisen. Trotzdem will ich aber noch sagen, dass ich die These von Illich keineswegs leichtfertig auf eine Ebene mit den Konstrukten von Erich von Däniken zum Beispiel stellen möchte. Sondern wir haben auch etwas gelernt von Herrn Illich, ich insbesondere natürlich, aber wir haben gelernt, dass es sich lohnt, die Chronologie auch hin und wieder mal auf ihre Grundlagen zu überprüfen. Das hat ja keiner mehr getan. Wobei sich nämlich zeigt, dass keineswegs alle ihre bisherigen Stützen auch auf astronomischem Gebiet unanfechtbar sind. Also wir haben viele Finsternisse, wie gesagt, die Illich als ungenau überliefert beschrieben hat, die aber zum Gerüst der klassischen Chronologie gehören. Es gibt so ein kleines Handbuch der Chronologie, da stehen astronomische Gewährsereignisse drin, auf denen sich unsere ganze Chronologie aufbaut. Da sind viele Finsternisse, die können Sie rausstreichen. Das verdanken wir Herrn Illich, dass wir diese rausstreichen können. Aber man kann es so sagen, wenn auch einige Balken aus dem großen Haus der Chronologie entfernt werden müssen, so gerät die Statik des Gebäudes damit nicht in Gefahr. Das heißt also, das chronologische Gerüst insgesamt ist trotzdem richtig. Es soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass nicht nur astronomische Argumente hier vorgebracht werden müssten im Zusammenhang mit Illich und auch nicht nur vorgebracht werden. Es gibt ja auch Synchronismen von Herrscherlisten. Das müsste ja alles gefälscht sein aus allen verschiedenen Ländern, wenn das alles so abgestimmt ist, dass die 300 Jahre erfunden sind.
Und es gibt natürlich auch die C14-Methode, es gibt die Dendrochronologie und andere Verfahren, mit denen sich andere Kollegen befassen. Das habe ich heute hier nicht getan, denn ich wollte ja dieses Thema vor allen Dingen verflechten mit der astronomischen Chronologie. Und ich hoffe, wenn Sie jetzt wieder ein Datum in Ihren Kalender eintragen, dass Sie es mit einigermaßen Beruhigung tun. Danke sehr, meine Damen und Herren.